Der Filmschauspieler soll zu vielen sprechen, soll von vielen verstanden werden. Von dem Bauernmädchen in irgendeinem weltverlorenen Dorf ebenso, wie von dem abgehetzten, nervösen Großstadtmenschen. Er soll 1000 Herzen haben, um von 1000 Herzen begriffen zu werden. Henny Porten war das Filmidol der Generation unserer Großeltern und blieb auch uns nicht unbekannt. Sie war der Star der Kindertage des Films und noch ein wenig länger. Der deutsche Film ist nicht denkbar ohne sie. Henny Porten zählt 5 Jahre, als Max Tadanowski am 1. November 1895 im Berliner Wintergarten sein Bioskop vorstellt. Im Programm angekündigt als Projektion eigener Original-Serienaufnahmen. Sie geben das Leben in voller Natürlichkeit vermittels der Elektrizität wieder. Man glaubt, die Wirklichkeit vor sich zu haben. So greifbar plastisch ist die Wirkung des Bioskopes. Stürmisch applaudierter Höhepunkt des ersten Programms ist eine groteske Nummer, das boxende Känguru. Max Kladanowski und sein Bioskop. Es war der Beginn von allem. Oskar Mester entwickelt Geräte für Filmaufnahmen und Projektionen und begründet 1896 die erste kommerzielle Filmherstellung im eigenen Atelier. Die Mester Filmfabrik beginnt etwa um das Jahr 1907 mit der industriellen Herstellung von Filmen. Der Film hat den Rummelplatz verlassen, seine Existenz in dunklen Seitengassen überwunden. Vater Porten inszenierte Tonbilder, filmische Schallplattenillustrationen. Hauptakteure sind seine Töchter, im Duett als Meißner Porzellanfigürchen. Vom Tonbild in das Mesteratelier. 1907 als 17-Jährige steht sie zum ersten Mal vor der Kurbelkamera. Zunächst noch anonym. Doch das Publikum begehrt danach, die hübsche, sympathische Blondine auf der Leinwand wieder und wieder zu sehen. Bei Mester entsteht der erste Filmstar. Am Anfang war der Keentop. Henny Porten spielten einer Fülle von 2- und 3-Aktern, ein Dutzend etwa im Jahr. Und immer wieder Melodramen. Ein paar sind uns geblieben. So der Müller und sein Kind, nach dem vielgespielten Stück von Ernst Raupach. Ein armer Müllerbursch liebt gar inniglich seines Meisters Tochter Marie, doch schmutziger Geiz verweigert sie ihm. So siechen beide an gebrochenem Herzen dahin. Am Anfang war der Keentop. Jahre später kommentiert Henny Porten ihre Anfänge mit den Worten: Es ist damit wie mit allem im Leben. Keine Entwicklung, kein Aufstieg, kein Werden ohne solchen winzigen Anfang.
Und jeder Anfang ist nicht nur schwer, er ist auch etwas wunderlich. Aber ich hänge auch heute noch an meinen allerersten Filmen. Nicht etwa, weil ich sie für gut oder auch nur genügend halte. Nein, aus einer Art Dankbarkeit heraus. Wer ehrlich ist mit sich selbst, kann seine Vergangenheit nicht verleugnen, kann nicht hochmütig auf sie zurückblicken. Die Anfänge jener Frühzeit variieren stets mit dem gleichen Effekt des Rührens gar schmerzlicher Schicksale. Die unerfüllte Liebeshoffnung, die Trennung vom Geliebten und vom Kinde, verstoßen vom elterlichen Herde, ins Ungewisse geworfen, auf die Straße gesetzt, ins harte Dasein gestoßen. Henny Porten stirbt sehr oft im bitteren Leinwandtod. Von 1910 bis 1914 wurde der deutsche Film beherrscht vom Leibe der Henny Porten, schreibt der französische Filmhistoriker Ado Kirou. Und wenn die Zeiten noch so mager, sind Portenfilms stets Kassenschlager. Wer Porten spielt, hat's Haus voll Leute, andere Kinos gehen pleite. Hier sehen wir Henny Porten schweben, von Fotografen dicht umgeben. Dieses Bild hier zu erklären, ist nicht nötig, denn es mehren Portenfilms stets den Gewinn, füllen die Kassen, schaut nur hin. ...1912 entsteht der Film Der Schatten des Meeres. Ein für die Zeit und für Henny Porten ungewöhnlicher Film. Eine Filmballade voller Mystik und Symbolik. Aus dem Meer kommt der Schatten eines Ertrunkenen und sucht sich unter den Lebenden die aus, die er im Leben am meisten geliebt. Er nimmt sie mit ins Meer. Der Schatten des Meeres ist auch ein persönliches Dokument. Henny Porten steht hier gemeinsam mit ihrem ersten Mann, dem Schauspieler und Regisseur Kurt Stark, vor der Kamera. Kurt Stark inszenierte auch diese visionäre Geschichte. Henny Porten erinnert später: Ihm habe ich das zu verdanken, was ich heute bin. Mit unerbittlichem Ernst hat er mich zur Arbeit angehalten und mich auf die Schwächen hingewiesen, an denen mein Spiel krankte. Unnachsichtlich hat er mich kritisiert und nicht nachgelassen in Belehrungen. Er hat mit mir täglich gearbeitet. Nicht nur künstlerische Aufgaben warten auf das Publikumsidol Henny Porten. Als zu Beginn des Ersten Weltkrieges Oskar Mester ausgiebig feldgrauen Filmkitsch produziert, mit Kriegsbräuten, wehenden Flaggen, patriotischen Verwundeten und Durchhalteappellen, bezieht er auch seinen Hausstar ein. Wer, wenn nicht der Zuschauerliebling Henny Porten, könnte bei der Erzeugung vaterländischer Gefühle dienlicher sein? Thank you.
Was uns dringend not tut, ist die Herstellung und Verbreitung von lebenden Bildern mit idealen und politischen Absichten, schreibt Mester in seiner Denkschrift »Der Film als politisches Werbemittel«. Leinwand verniedlicht die naive Propagandaübung den imperialistischen Krieg zur Harmlosigkeit. In der Wirklichkeit muss Henny Porten den Ernst des Krieges auf tragische Weise erleiden. Ihr Mann Kurt Stark fällt an der Front. Die Kingtop-Phase der Henny Porten geht zu Ende. Auch die Zeit der solistischen Auftritte im Mester-Atelier. Die Filme werden länger, die Themen ambitionierter, die Partner gewichtiger. 1917 entsteht Die Ehe der Luise Rohrbach. Es spielen Henny Porten und Emil Jannings. Was in den frühen Melodramen schon vorgeprägt, wird jetzt ausgespielt und kultiviert. Henny Porten als gedemütigte und misshandelte Frau, in der bürgerlichen Ehe in jeder Weise getreten und vergewaltigt. Die Porten als Märtyrerin in einem langen Martyrium. Immer ist sie das Opfer, die verwundete und bis ins Innerste getroffene weibliche Kreatur. Henny Porten und Albert Bassermann in dem Film Frauenopfer. Der Titel ist programmatisch, die Geschichte nicht minder. Henny Porten verstrickt in einer seltsamen Beziehung zu einem Grafen, der die Bilder ihres Mannes, eines nach Erfolg strebenden Malers, kauft. Als sie die Entdeckung ihrer wirren Beziehung befürchten muss, begeht sie Selbstmord. Frauenopfer, Frauenleid, ganz selten einmal Frauenglück. ...1920 arbeitet Henny Porten zum ersten Mal mit einer Regiepersönlichkeit des deutschen stummen Films zusammen, mit Ernst Lubitsch. Lubitsch inszeniert die turbulent-groteske Geschichte von Kohlhiesels Sanfter und Kohlhiesels Zänkischer Tochter. Das war der widerspenstigen Zähmung in den bayerischen Bergen. Und er hat den goldenen Einfall, die gute und die widerborstige Tochter von der gleichen Schauspielerin spielen zu lassen. Eine klassische Doppelrolle, aufgebaut auf einem einfach derben, aber wirkungsvollen Kontrast. Auf der einen Seite Gretel, die liebenswert schmucke Maid, um die alle Burschen des Dorfes und Emil Jannings balzen. Auf der anderen Seite Liesel, ein Trampel von gröbstem Kaliber, von handgreiflicher Robustheit. Ernst Lubitsch brachte nicht nur eine überzeugend komische Henny Porten auf die Leinwand. Er stilisiert sie zur großen Tragödin in seinem Historienfilm Anna Boleyn.
erneut mit Emil Jannings als Partner. Die Porten spielt die schöne Hofdame Heinrich des Achten, die die Gunst des sinnlich gewalttätigen Monarchen gewinnt. Sie wird in einer pomphaften Krönungsfeier zu seiner Gemahlin gekürt, fällt aber bald in Ungnade und endet auf dem Richtblock. ...1921 inszeniert der berühmte Bühnenregisseur Leopold Jessner seinen ersten Film. Er gewinnt Henny Porten für ein ehrgeiziges Vorhaben. Hintertreppe, ein von dem Filmdichter Karl Mayer geschriebenes Kammerspiel, spielt in einer wirklichen Welt mit wirklichen alltäglichen Charakteren und Schicksalen. Ein Drama der Leidenschaften auf der sozialen Schattenseite der Gesellschaft. Ein Drei-Personen-Drama, ein Dienstmädchen, ihr Geliebter und ein verkrüppelter Briefträger. Der hoffnungslos liebende Briefträger hat die Briefe des Geliebten nicht zugestellt, dafür eigene unterschoben. Die Intrige aus Leidenschaft geht auf ein blutiges Ende zu. Hintertreppe ist filmhistorisch einer der bedeutsamsten Portenfilme. Er gewinnt ein unmittelbar soziales Moment für den Konflikt. Es gibt Arme und Reiche, die Hinter- und die Vordertreppe. Und die Entdeckung einer proletarischen Heldin mit einer reichen Gefühlskala. Ein Film des Mitleids mit dieser Heldin. Der wunderbar geschlossene, dicht inszenierte Film ist auch ein schauspielerisches Meisterstück. Fritz Kortner in der subtilen Charakterstudie des geistig und physisch verkrüppelten Briefträgers, der junge Reinhardt-Schauspieler Wilhelm Dieterle als der betrogene Geliebte, Henny Porten das unglückliche Dienstmädchen. Kurt Pintus schreibt in der Zeitschrift Tagebuch: Jessner hat Henny Porten mehr genutzt als irgendein Regisseur. Sie ist von stärkster mimischer Kraft. Hintertreppe wurde ausgepfiffen und brachte der Porten eine Einbuße an Publikumskunst. Ihr Publikum wollte immer die gleiche Henny Porten. Sie schreibt, der ungeheure Misserfolg gerade dieses Films nahm einem natürlich den Mut, sich weiterhin an solche Experimente zu wagen. Im Frühjahr 1921 gründet Henny Porten ihre eigene Filmgesellschaft. Für den Startfilm der Henny Porten-Film engagiert sie den Regisseur Ewald André Dupont. Der Auftakt ist alles andere als ein Experiment mit unsicheren Voraussetzungen und vielen Fragezeichen. Die Geier Valley ist ein Heimatfilm und Liebesdrama aus den Bergen. Vorlage ein einst vielgelesener Kolportageroman der Wilhelmine von Hillern. Fabel und Rollenaufbau sind klischeegerecht. Walli, die stolze und resolute Tochter des Höchstbauern, muss die Marotten ihres Vaters besiegen, der sie mit einem ungeliebten Mann verheiraten will. Nach vielen Umwegen und Verzögerungen bekommt sie jedoch am Ende den geliebten Bären Josef. Wilhelm Dieterle spielt ihn. Geier Valley wird wieder ein Kassenerfolg. Henny Porten wertet ihn mit den Worten:
Und so falsch es mir auch erscheint, nur an das Geschäftliche zu denken, wenn man einen neuen Filmstoff sucht, so wäre es doch nicht weniger unrecht, ja einfach etwas verlogen, wenn man sich ein idealistisches Mäntelchen umhinge und so täte, als ob das Geschäftliche eine Frage sei, um die zu kümmern man sich innerlich viel zu erhaben fühle. Henny Porten, die mütterliche Venus, so nannten Zeitgenossen die Schauspielerin. Zustimmend lobend die einen, ironisch abschätzig die anderen. Wie auch immer. Die Mütterlichkeit ist ein Wesen ihrer schauspielerischen Legende. Henny Porten als Symbolfigur leidgeprüfter Mütterlichkeit oder durch Schmerz geläuterter Mutterliebe. Dieses Sinnbild ist eines von Dauer. Es stammt aus ihren Anfängen, aus den frühen Melodramen. Es findet eine umfassende Fortsetzung in den Stummfilmen der 20er Jahre und ist noch im Tonfilm dominierend. In dem 1913 gedrehten Film Alexandra oder Die Rache ist mein wird ein tragisches Mutterschicksal mit zeitgemäßer Pathetik und veräußerlichtem Gefühlsüberschwang interpretiert. Die Porten sieht darin eine ethische Mission. In fast jedem Film, den ich in den letzten Jahren gespielt habe, ist irgendein moralischer und ethischer Gedanke verborgen. Durch ihn soll der Zuschauer in wertvollem Sinne beeinflusst werden. Ihm soll unbewusst, ohne dass er es merkt, etwas mitgegeben werden, was seinem Charakter in irgendeiner Weise bereichert. Gerade das Melodram, meint Henny Porten, könne reinigend auf die Gefühle des Publikums wirken. Ich will zwar gewiss nicht den Segen der Dummheit in der Kunst preisen, aber für mich gibt es keine Kunst, in der man nicht das Herz schlagen fühlt. Henny Porten als Titelheldin in der Verfilmung von Gerhard Hauptmanns Tragödie Rose Bernd. Ein Drama menschlicher Schuld aus großer Not und seelischer Verlassenheit. Eine tragische Umkehrung der Mutterliebe. Rose Bernd tötet ihr Kind, weil sie keinen Ausweg mehr weiß aus Erniedrigung und Qual. Ein Mensch, der am Ende ist, zerbrochen und zerrüttet. Rose Bernd ist eine der wenigen sozial akzentuierten Muttertragödien, die Henny Porten gespielt hat. Auch andere Idole des stummen Films hatten ihr ganz eigenes Image. Ossi Oswalda, das kokette Quecksilber, ein überschießendes Temperament. Asta Nielsen, die schweigende Muse, sie verkörperte den exzentrischen Frauentyp, nicht selten den verworfenen Vamp, sinnlich dämonisch. Und auch sie war, wenn auch heute, fast ganz vergessen, eine Leinwandgöttin, Mia Mai. Der Typ der statuarischen Schönheit, weibliche Pracht in prachtvoller Dekoration. Henny Porten blieb die Mütterliche. Und die Melodramen um Mutterliebe und Leid hießen auch meist schon so. Mutterliebe. 1929 einer der letzten Stummfilme der Porten. Sie habe das Geschehen dieses Films in der Zeitung entdeckt und sich selbst ein kleines Exposé geschrieben, berichtet die Porten. Sie habe von einem Dienstmädchen gelesen, dass das Kind seiner Herrschaft so lieb gewonnen hatte, dass sie es wie ihr eigenes behandelte. Als das Mädchen eines Tages die Stellung aufgeben und sich damit auch von dem Kind trennen musste, merkte sie erst, wie sie mit ihrem ganzen Herzen an dem Kind hing.
Ja, das elementare Muttergefühl in ihr wurde so stark, dass sie sich bald darauf in das Haus ihrer früheren Herrschaft einschlich und das Kind stahl. Mutterliebe war ein voller Erfolg. Wieder hörte man ein Herz schlagen und Henny Porten fühlte sich mit dem verstanden, was einem ans Herz gewachsen ist. Ich geb das Kind nicht her! Und das Haus? Und der Hof? Ich pfeife da auf dein Haus. Ich pfeife da auf dein Hof. Ich will überhaupt nichts mehr haben auf der Welt, wenn ich mein Kind nicht behalten kann. Jürgen! Du Jürgen! Du meinst doch gar nicht so, wie du das sprichst. Du liebst das Kind doch genauso wie ich. Als Stumm- und Tonfilm drehte sie das Melodram Mutter und Kind und erneut erfüllte sich das Leitbild. Die Zeit ist gnadenlos über die meisten dieser Filme hinweggegangen und sicher zu Recht. Es waren die populärsten Filme der Henny Porten, aber nicht immer die besten. Die Schauspielerin war durch immer die gleichen Mütterfiguren, durch die nur wenig variierten sentimentalen Klischees nur selten gefordert. Ihre künstlerische Bestätigung fand sie außerhalb des einschichtigen Mütterimage. Die Porten war mehr als nur eine mütterliche Venus. Privat lebte die Porten so, wie das weibliche Ideal ihrer Filme beschaffen. Die Künstlerin als gute Ehe- und Hausfrau. Ein Leben ohne Exaltiertheiten und den Ruch der Bohème. Freude am Häuslichen und der Geborgenheit. Es war mein Streben, mein ganzes Leben lang ein ehrlicher und anständiger Mensch zu sein, sagt sie einmal. In zweiter Ehe ist sie seit 1921 mit dem jüdischen Arzt Dr. Wilhelm Kaufmann verbunden. Nun fragen Sie den Tonmeister, ob wir anfangen können. Hallo? Herr Doktor, können wir anfangen? Ja, ja. Übrigens, bestellen Sie doch bitte Herrn Kalser. Der Todesschrei von der Seele hat fabelhaft echt geklungen. Ende 1929. Auch der deutsche Film wird tönend. Ein filmisches Selbstzeugnis zeigt, Tonaufnahmen haben ihre ganz besondere Tücke. Eine Hitze ist das wieder in dem Affenkasten. Meine Zelda. Bitte. Hallo! Na los, los, wir fangen an! Aber es gibt nicht nur die technische Problematik im Tonfilmatelier. Viel gravierender ist die für den Darsteller. Die meisten mimischen Größen des Stummfilms nehmen ihren Abschied. Sie unterliegen dem neuen Medium. Mit dem Regisseur Georg Wilhelm Pabst geht Henny Porten um die Jahresmitte 1930 ihren ersten Schritt ins Sprechfilmmetier. Lange hat sie gezögert, sorgsam das Risiko abgewogen.
Die Werbung treibt zusätzliche Erwartungen an. Die Welt wartet auf Henry Portons ersten Sprechfilm. Ich habe ernstlich mit dir zu reden. Aber warum so formell? Nimmst du ein Zigarettchen? Nein, danke. Skandal um Eva erzählt ein paar Verwirrungen um eine emanzipierte Lehrerin. Oskar Sima ist der Partner. Freimütig hat Henry Porton über ihre Tonfilmängste geschrieben. In den allerletzten Tagen vor Beginn der Aufnahmen hatte ich plötzlich das Gefühl, nein, es geht nicht. Du hast deine Kräfte überschätzt. Du wirst mit diesen neuen Sachen nicht fertig werden. Aber dann habe ich mich zusammengerissen. Könntest du auch später nicht reiten, mein Junge? Ich weiß nicht, ich verstehe nichts von Musik. Ich war natürlich heute Morgen, nervös. Begreiflicherweise etwas nervös bei dem heutigen Vorfall. Das kann man wohl flüstern. Ja, der Film ist belanglos und der Skandal um Eva höchstens ein Skandelchen. Von Belang und von überraschender Wirkung, aber Henry Portons Bewährungsprobe in einer Sprechrolle. Ihre weiche Altstimme besteht ohne Einschränkungen. Ihr Spiel ist locker, von gelöster Souveränität. Der nicht ideal schön. Man nannte ihn den wilden Emilio. Jede Frau war ihm verfallen. Was ist das für ein Album? Och, das kam mir vorhin so in die Hände. Und wer blätterte nicht mal gern in alten Erinnerungen? Das ist ja ein toller Bursche. Sollte vielleicht etwa dieser wilde Emilio? Oh, sag mir doch, wer ist denn der Vater? Tja, wer kann das wissen? Es war wie eine Erlösung für mich, bekennt Henry Porton. Ich kam mir fast wie Dornröschen vor, das aus hundertjährigem Schlaf erwacht. Nach diesen ersten Anfängen war ich in ganz kurzer Zeit mit dem Neuen so vertraut, als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Ich fühlte, wie meine Stimme und Sprache auf die Menschen wirkten. Der Tonfilm bringt auch die Wiederentdeckung einer anderen bemerkenswerten Stärke Henry Portons, ihres komischen Talents. Im frühen Stummfilm durfte sie noch burlesk und exzentrisch sein, spielen in Slapstick-Manier. Hier kostete sie noch aus, die Lust am Maskieren und Verkleiden, die derbdrolligen Clownerien, die überraschenden Wandlungen. Henry Portons komische Begabung wurde viel zu selten genutzt und über Jahre vergessen. '30 wiederholt sie mit Bravour ihre klassische Lustspiel- und Doppelrolle, die sie einst bei Ernst Lubitsch schuf, Kohlhiesels Töchter. Jetzt im Tonfilm nicht nur mit verschiedenen Masken, sondern auch mit verschiedenen Stimmen. Trollolo, trollolo, wer ist der Papa? Herbert Jehring schreibt, es ist doppelt unverständlich, dass man Henry Porton fast niemals nach der Art ihres Talents beschäftigt hat, dass sie deutlich auf komische, drastische Partien hinwies. Und auf der Ochse kisst die Kuh noch olden Braun. Der Schnee im Herzen schimmelt, die Wäschlein brodeln, die Frau Kommerzienrat
von Tanz und Pudel. In Oberammergau, da blüht auf Lieder. Und wenn das Lieder blüht, dann blüht die Liebe auch. Henny Porten ist mehrfach gemalt und gezeichnet worden. Am liebsten war ihr das Gemälde von Emil Orlik. Eine Studie verhaltener Nachdenklichkeit, der Selbsteinkehr und Selbstbesinnung. Denken Sie sich, die ganzen Jahre hindurch habe ich gewusst, es gibt für diesen Mann keine Rettung mehr. Aber ich konnte die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Ich habe mir immer eingebildet, meine Liebe könne gegen den Tod ankämpfen. Und? Mein Mann, ein darstellerischer Glanzpunkt der frühen Tonfilmjahre wird für Sie die Stefan-Zweig-Verfilmung 24 Stunden aus dem Leben einer Frau. Alle bisherigen Rollenklischees scheinen von ihr gefallen. Ihr Spiel ist prägnanter, dabei leise und unpathetisch geworden, einfach natürlich. Sie ist 40 Jahre alt. Eine lange Karriere als Charakterspielerin scheint noch vor ihr zu liegen. Später hat er dann nichts mehr gesagt. Aber er hat dann wiederholt versucht, seinem Leben ein Ende zu machen. Aus Liebe zu mir. Aus Liebe zu mir. In ihren 1932 erschienenen Erinnerungen denkt Henny Porten auch über ihre darstellerische Zukunft nach. Große menschliche Charaktere möchte sie noch spielen können. Alles Menschliche lässt sich letzten Endes auf zwei Generalnenner bringen. Dur und Moll, Weinen und Lachen. Alles andere sind Zwischentöne, die dem Ganzen die Wirkung geben. Solange ich arbeiten kann, schreibt sie, werde ich immer dem Film treu bleiben, der nun einmal für mich ein Stück von mir selbst ist. Seine Atmosphäre ist für mich ein Lebenselement, das ich niemals missen möchte. Ja, ich glaube, ich würde innerlich verdorren, wenn ich nicht mehr filmen könnte. Früher als gedacht sollte die Gefahr des innerlichen Verdorrens für Henny Porten Realität werden. Weil sie an ihrer Ehe festhält, einer Mischehe nach den Gesetzen des Faschismus, gerät sie nach 1933 mit dem faschistischen Regime in Konflikt. Menschliche Anständigkeit und Integrität genügten, um sie nach und nach aus dem Film von Goebbels Gnaden zu verdrängen. Ein paar Chargen, nicht mehr, bleiben ihr. Ein Stück von ihr, ihr Lebenselement, der Film stirbt. Allmählich. Sie ist 64 Jahre alt, als sie es wiederfindet. Ich bin einen weiten Weg gegangen. Mein Weg ist nicht immer leicht gewesen, wie viele, die nur den Aufstieg und nicht die Schwierigkeiten sehen, so leicht glauben. Ich habe Gutes und Schweres, Helles und Dunkles erlebt. Und ich glaube nicht, dass es irgendein Leben gibt, in dem immer nur die Sonne scheint und das keine Wolken und Regenschauer kennt. Aber beides, die Freude und der Schmerz, sollen uns ja dazu dienen, reifer und vollkommener zu werden. Mein Leben und meine Arbeit gehören zusammen. Ich bin einen weiten Weg gegangen, aber ich glaube, dass ich noch lange nicht am Ende dieses Weges bin. So vieles möchte ich noch gestalten, so vieles in meinem Spiel aussprechen. ...1954, Henny Porten in der Rolle der Zirkusdirektorin Carola Lamberti. 1955, die Rolle des Fräulein von Scuderi. Es wird der Epilog ihres filmischen Lebens. Ein Epilog in den Ateliers der DEFA. Der westdeutsche Film hatte nach 1945 kein Interesse an dem Idol von einst.
Das Angebot der DEFA, nach Babelsberg zu kommen, rettet sie auch aus einer materiell verzweifelten Situation. Doch wichtiger ist ihr die Rückkehr zur künstlerischen Arbeit, das Wiedereintauchen in die Atmosphäre des Films. Sie, einst mit allen Fasern ihres Herzens mit dem Film verwachsen, ist wieder dabei. Es ist eine große Stunde für Henny Porten. Noch einmal nimmt sie den Applaus entgegen. Noch einmal dankt das Publikum. Es ist der erste Applaus seit vielen Jahren und es ist zugleich der letzte. Zylinder. Das ist hohe Schule. Das ist klassisch. So sieht's auch aus. Die kriegen wir schon. Der Star aus der Historie des Films und die hohe Schule seines Lebens und seiner Kunst. Die Bilder aus Carola Lamberti wirken wie eine Metapher auf eine vergangene Zeit. Henny Porten, ein Filmidol, das Legende wurde. Ihr Selbstverständnis mag uns heute naiv anmuten, so wie es die meisten ihrer Filme tun. Ihr Darstellungsstil trägt die Patina ihrer Jahre. Ihre Filme sind Kinder ihrer Zeit. Aber sie ist ein Stück Filmgeschichte und ein populäres dazu. Wer ehrlich ist mit sich selbst, kann nicht hochmütig auf die Vergangenheit zurückblicken, sagt die Porten. Und jedes Stück lüftet ein wenig den Schleier, der die Seele des Schauspielers umhüllt.